Salve, herzlich willkommen zu Let's War Thunder, aber heute mal kein Let's Play, sondern ein, naja, eigentlich doch schon Let's Play, aber es gibt, naja, einige Umstände, warum ich gerade mal nicht meinen Let's Play Account nehme, nämlich wollte ich euch demonstrieren, was so mein Tier 2 Amerika, Flugzeugausführungen sind. Also was ich so im zweiten Tier benutze, um möglichst viele Kills auf Tier 2 zu machen. Ich würde mir auch die Askender holen, aber die sind mir einfach zu teuer. So, also, ich werde ja auch gleich nochmal mitfliegen. Also so ist ja nicht, dass ich jetzt so voll habe. Ich habe nur jetzt nochmal 2 Forschungspunkte und dachte mir, hey, jetzt nimmst du auf, dann hast du vielleicht ein bisschen Unterhaltung, 1,2 Millionen habe ich auch schon. So, also beginnen wir mit der Wildcat, die mit ihren 4 Brownings, naja, nicht gerade glänzt, aber sie ist recht wendig, weswegen die ja durchaus als Jäger für Tier 2 geeignet ist. Als nächstes die P39Q5, die mit ihren 4 12,7 Browning M2 und ihrer 37mm Cold Browning glänzt. Hier mit Speziallackierung sowie Raketen. Munitionsart benutze ich Standard, müsste ich auch eigentlich mal ändern, weil hier benutze ich bei 37 genau als Zweck und hier eigentlich auch als Zweck, also mein Gott, alles natürlich schon aufgerüstet, wie ich das gehört. Worauf ich achte, dass ich die auf einen Slot tue mit einer recht hohen Waffeninstandsetzung, weil sonst kann die 37er Colt einfach nicht wirklich greifen. Das ist, naja, ungewöhnlich, unannehmlich, so rum. Verzeihung, als nächstes meine P40E1 Kitty Hawk mit ihren 6 Browning M2, genau die gleichen wie der Mustang, finde ich doch, dass sie ein sehr gut bewaffnetes Tier-2er Flugzeug ist, vor allem durch ihre recht hohe Wendigkeit, Höchstgeschwindigkeit und Steigrate. Das ist ein guter Allrounder im Tier 2. So, als nächstes haben wir die F6F3 Hellcat, die ebenfalls mit 6 Browning M2 glänzt. Jedoch mir etwas zu träge, schwerfällig und einiges anderes. Sie kann auch später mit Raketen benutzt werden. Ich habe es hier noch nicht komplett aufgerüstet, weil ich dafür einfach zu faul war. Ja, als nächstes noch die zweite Ära Cobra. Die etwas schwächere, die mit 2 Browning M2, 4 Browning M2 AN, das sind die kleineren, und einer 37mm Colt Browning glänzt. Man hat das Gefühl, sie bringt etwas mehr Feuer nach vorne als die andere Ära Cobra, ist aber nicht so, weil die Kleinen machen wirklich recht wenig Schaden. Ebenfalls gespielt mit dem Bazooka unter den Flügeln. Als nächstes hätte ich noch die F4U1AC Corsair, die ebenfalls mit 6 Brownings ins Gefecht geht. Ist ursprünglich ein Naval-Flugzeug, genauso wie die Hellcat und die Wildcat. Und ja, deswegen kann man benutzen, ist im Tier 2 wirklich sehr gut und recht wendig. Und hier noch die einzigste Landausführung der Corsair, die es im Spiel gibt. Die AUSMC, US Marine Corps, Ausführung Corsair, hat übrigens keinen Fanghaken hinten. Ja, und ansonsten das übliche 6 Browning M2, keine Raketen und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Schlacht. So. Ich werde auch mal ganz kurz unter Ereignissen gucken, was es da noch so gibt. Felsige Bucht, Duell, na, nicht interessant. Normalerweise fliege ich auch mit meinem berühmten, ich kann es ja hier mal ganz kurz, ne, kann ich nicht, Mist. Ich versuche gerade auf alle meine Flugzeuge eine 42 zu bringen, weil ich gerade privat zumindest im Kampfgeschwader 42. fliege. Ja, aber das, ja, war ich bis jetzt auch noch sehr faul. So, dem letzten habe ich auch hier Golden Eagles bekommen, ist gerade so ein Event. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal mit meinem schwächsten Flugzeug, der Wildcat, in den Kampf. Die mit 12,7 Browning M2 in vierfacher Ausführung ans Tageslicht kommt. So, BNC. Sagt mir hier dieser Zero cool. Also, gar nicht cool. Ich würde sagen, ach ja. Da mich ja viele gefragt haben, oder besser gesagt, in letzter Zeit mich in-game viele gefragt haben, falls einer von euch den Kanal Krabs Coho, naja, Krabs hieß der, YouTube, warum kann ich so tief fliegen und einnehmen, die sogenannte Krabs-Landung?
Das ist, weil der Ausbilder bei mir deaktiviert ist. Da musste ich auch mal, hat auch eine Zeit lang gebraucht. Das kann man unter Steuerungselemente Ausbilder und dann einfach alles auf Nein machen und dann kann man auch ganz tief fliegen. Ja, und allerdings hat man manchmal das Problem, dass man eben wirklich dann einfach mal mit der Wanne vom Flugzeug mal auf den Boden aufkommt, wenn man zu tief fliegt. Aber, ja. Passiert, muss man können. Ich habe es mir ab und zu jetzt schon abgewöhnt und ich kann jetzt eigentlich schon recht gut fliegen. So. War noch irgendwas, was ich zum Thema irgendwelche Fragen sagen wollte? Ach ja, wie macht man das hier? Mit L. Also Ludwig, oder nee? Wie hieß denn NATO? L, also L wie, keine Ahnung, Laptop oder Languste oder Leiche. Egal. Wir sehen, da will eine Kitty Hawk bei C landen. Ich würde sagen, die werden uns jetzt mal zu Gemüte führen. Jawohl! Klar, natürlich. So, ich würde sagen, als nächstes nehmen wir dann unsere P39Q5 mit, die übrigens genau so bewaffnet ist wie die Era Cobra, die im dritten Tier vorhanden ist, nur eben etwas, oh, aber gesagt, deutlich langsamer ist. Ich weiß nicht, mir gefällt das Design, also falls der Designer von diesem Design mein Video sieht, vielen Dank, kannst du ja mal in den Kommentaren melden. So, mal gucken, ob jetzt hier noch irgendjemand online ist. Nee, da schon mal nicht. Bärpass, Kampfgeschwader 42C4, okay, das ist recht uninteressant. Auch noch keiner online. Zumindest nicht viele. So, ja. Ein bisschen Verwaltungskram gemacht beim Let's Play, das ist immer super. So, und ich würde sagen, P47, das ist aber kein Tier 2 Flugzeug, das ist ein Tier 3 Flugzeug. Boah. Da ist aber ein bisschen gecheatet, wa? Ja, nee, ist klar, ich bin noch perfekt. Ah! Fuck! Scheiße! Jetzt ist ihm wendig. Also die Era Cobra, muss ich mir immer den Unterschied merken. Era Cobra, King Cobra, Era Cobra, King Cobra, Era Cobra, schlecht, King Cobra, saugeil. Ja, komm. Komm, Alter, voll, auf Doschka. So, und wenn einer Russisch kann, es tut mir leid. Ja, voll. Ah, wirklich. Moment. Hey, wie cool. Wirklich geteilgetreu. Was ich noch sagen wollte. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen bezüglich andere Spiele. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben. Ich habe mir jetzt gedacht, Let's Playst du mal irgendwas anderes oder vielleicht testest du mal oder gehst mal ein bisschen nach Usern. Ich gehe jetzt mal mit der P40E1 Kitty Hawk rein. Das ist ein absolutes Lieblingsflugzeug im Tier 2. Ich hoffe, das merkt man. Was ich noch sagen wollte, falls ihr irgendwelche Ideen habt oder Vorschläge für Spiele, die ich einfach mal testen könnte, dann könnt ihr mir das jederzeit einfach da unten in die Kommentare schreiben. Ich spiele alles, wirklich alles. Auch schwere Spiele. Ja, auch schwere Spiele, denn da so einer bin ich. Auch wenn ich failen werde aufs Übelste. So, diese übrigens noch zur Playlist. Ihr könnt mir auch mal in den Kommentaren danken, dass ich eine Playlist habe. Oh Gott, nein, das darf ich nicht sagen. Nee, tja. Entschuldigung, das nehme ich zurück. Ihr könnt mir schreiben, was ihr von der Kommentarliste haltet. Also hier von Playlist. Oder soll ich das vielleicht demnächst wieder wegmachen, dass ich hier Playlist habe? Weil das, jetzt fällt mir irgendwie gerade kein Grund ein, warum das denn jetzt. Aha. Da brennt die japanische Fackel. Komm, ich verarsche. Ah, jawoll. Was bist du denn? Bist du ein Corsair, ne? Aha. Eigentlich. Ich weiß gerade nicht, ob das geht, dass man mich bei Wortsander irgendwie anschreibt. Aber wie gesagt, wenn ihr mal Bock habt mit... Oh, du kleiner Wichser in deiner Dorn hier.
Das ist ein Scheißflugzeug. Warum kann er mich damit killen? Na, fuck. Egal. Fuck. Scheiße. Dreck. Arr. Mir hat das wieder gefällt. Das ist super. Ach ja, falls euch was auffällt, läuft etwas flüssiger. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Geizlin es jetzt hinbekommen hat, dass Nvidia-Grafikkarten ein bisschen besser unterstützt werden. Ja, das Gelegge bleibt trotzdem noch ab und zu. Aber es läuft allgemein flüssiger, was mir es deutlich leichter machen sollte, Kills zu machen. Genauso wurde auch noch der Performance allgemeiner hochgenommen. Das alles weiß ich nicht. Zumindest habe ich... Ach du kleiner Pisser, du bist doch deutlich wendiger als er. Meine tritt mich hier locker aus. Ich bin hier wie so. Problem ist, wenn die Ära Cobra nur ein bisschen. Na komm. Na komm! Boah. Das Ding ist ungelenk wie Sau. Kannst nichts für sagen. Ist so ein potent Flugzeug. Jetzt hat es! Voll! So, jetzt haben wir hier eine Drohne hier. Hey, Moment, die kenne ich doch. Ja, genau, Fuck! Aha. Sollte mich vielleicht nicht so aufregen, das tut meinem Blutzucker nicht gut. Nein, ist der Blutzucker steigen, nur weil ich mich aufrege? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich kenne mich nicht, und damit ich mich nicht anders in die Haut. Doch, ich meine, in Sochiguk, meine Vollidioten ist, genau. Aha! Jawohl. So, wer hat die restlichen Packer? Pucker! Aha, ein Panzerwagen. Ja, der sieht doch kaputt aus. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir mit unserer geilen Turbkanone einfach mal wegrotzen können? So, eine A2... Hier, überlegen, was sagen. Ich bin mein Alter, leck Garks! Garks! Warum habe ich den jetzt bitte nicht getroffen? Ah. Also Entschuldigung, meine Vollidiotnis. Das ist hier gerade etwas... Ja. Na komm. Do it. Schieß extra Kanone mit der fucking Kanone. Die ist gerade extra... Alter, ich habe sie doch voll getroffen, diese kleine Ratte. Aha! Ah, okay, Ära Cobra vielleicht noch mal nicht so schlecht. Team Cobra zwar deutlich besser. Was hab ich vergessen? Oh. Also Ära Cobra deutlich besser, aber... Was? King Cobra zwar deutlich besser, aber Ära Cobra grundsätzlich nicht schlecht. Wenn Waffeninstandsetzung ganz in Ordnung, dann King Cobra auch ganz in Ordnung. Also werde ich mir auch merken für Let's Play, weil sonst ich Ära Cobra und naja, puff, also K. Ah, das mach ich jetzt nicht. So, nachdem ich halb zu halb besoffen irgendwelchen Quatsch zusammengelagert habe, ist jetzt mal eindeutig gut. So, da vorne haben wir Burning like a hurricane. Ja, na komm! Scheiß Junkers! Egal. Scheiß drauf, GG Noobs. Good Game Noobs. Na egal, also. Ah, er meint es 12. Oh, fällt noch der Jäger oder wie? Haha. So viel zur Tier 2 Vorstellung. Vielleicht könnt ihr euch jetzt etwas in die Lage versetzen, warum ich Tier 2. Naja, warum die Kitty Hawk mein liebstes Flugzeug ist, weil. Naja. Alle Naval-Flugzeuge ungelenk wie Sau. Die Ära Cobra auch ungelenk wie Sau, aber ganz gut bewaffnet. Und die Kitty Hawk, ja, nicht so gut bewaffnet, aber gelenk wie Sau. Und das soll mir in manchen Fällen schon reichen. So, ich forsche gerade übrigens an meiner P80A. Jawoll.
Ich bin hier auch schon etwas weiter. Diese zwei habe ich nicht. Die kamen nicht mit einem neuen Patch hinzu, aber ganz im Ernst, für eine 75mm Kanone ist mir der Stress auch nicht wert. Hier hätte ich 6-12 Brownings. Das heißt, hier habe ich einfach nur eine große Hurricane MK2, aber die brauche ich auch nicht wirklich. Und eine Shooting Star habe ich schon, eine Panther habe ich schon, die will ich eigentlich nicht wirklich haben, muss ich mir aber so oder so holen. Die will ich unbedingt haben. Und die will ich wirklich haben, weil Ford T-160 Maschinenkanone. Böse. Und hier beim Panzer bin ich gerade auch ein bisschen weiter, also da habe ich hier schon meinen. Ich werde erst ein Panzerspiel aufnehmen, nachdem alle Panzer wenigstens eine ordentliche Kanone dran haben. Also mindestens so eine hier. Weil, ehrlich, was will ich jetzt zum Beispiel hiermit? Da! Was ist das? Das ist ein Stummel vor der Kanone. Das ist die hier. Wenn das mal hier zick platzt. Oder noch schlimmer, hier. Das ist ja noch kürzer. Dann triffst du nicht. Oh, noch ein besseres Beispiel, ja. Das Sturmgeschütz. Riesending und dann so ein kleines Püppel dran. Das kannst du keinem anbieten. Oh, und übrigens hier, noch ganz schnell. Erich Hartmanns Messerschmidt G6. So. Das war eigentlich ein Video zu, was sind meine Lieblingstier 2 Flugzeuge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns in den Lüften. Bis zum nächsten Mal und guten Flug.